Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo und zwar ein IdeaPad. Und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Bei diesem Modell ist es übrigens so, dass man das Display zwar einzeln tauschen kann, aber man so schlecht daran kommt, dass man trotzdem die ganze Einheit abbauen muss, bevor man es tauschen kann. Die Tastatur und das Touchpad kommen zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Wobei diese Schraube hier das Laufwerk hält, das man auch einzeln rausnehmen könnte. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. Bevor man jetzt die Gehäuseunterseite lösen kann, muss man auf jeden Fall erst einmal das Laufwerk rausnehmen. Das kann man einfach zur Seite hin rausziehen. Dann lässt sich das normalerweise gut rausnehmen. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen. Einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen. Man kann den dazu auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Wackeln einfach rausziehen. So, was können wir noch sehen? Wir sehen hier die 2,5 Zoll Festplatte, die in dem Fall jetzt ausgebaut ist.
Die wird hier an den SATA-Stecker, der direkt fest verbunden ist, eingesteckt. Und ja, es gibt auch sonst keine weitere SSD. Das ist also die einzige Festplatte in diesem Gerät. Hier sehen wir den RAM. Hier sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt, und die GPU. Und hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann ihn dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. Sollten die mal so wie hier einfach nicht mehr so flutschen, sage ich mal, kann man die auch wieder wie beim Ausbau ein bisschen auseinanderziehen, den RAM nach unten drücken und dann rasten die ein. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür löst man diese Schraube hier und muss noch das Kabel, das um den Lüfter herumläuft, aus der Führung fädeln. Auch das Lüfterkabel selber, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, muss man trennen. Und hier ist es so, dass die Kabel sehr dünn sind, da sollte man also nicht direkt dran ziehen, eher versuchen, den Stecker seitlich zu fassen und dann ja, mit ein bisschen hin und her rütteln rauszuziehen. Sind die Schrauben dann entfernt und alle möglichen Kabel aus der Führung draußen, kann man den Lüfter einfach aus dem Gehäuse nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Sollte man übrigens mal nicht wissen, wie rum der Stecker reinkommt, die Kontakte, die man hier ganz gut sehen kann, zeigen in dem Fall nach oben, wenn man das Kabel wieder verbindet. Der Einbau funktioniert jetzt genauso wie der Ausbau in umgekehrter Reihenfolge. Dazu muss man die Kabel wieder in die Führung einfädeln. Und ja, das ist manchmal ein bisschen friemelig, aber im Grunde genommen nur eine Geduldsarbeit. Und auch wenn man versehentlich ein Kabel vom WLAN-Modul löst, wie mir das jetzt gerade passiert ist, ist das überhaupt kein Problem. Das kann man später einfach wieder befestigen. Und bei dem WLAN-Modul ist es so, dass die Stecker nur oben drauf gedrückt sind. Man kann auch wunderbar erkennen, wo welche Farbe hinkommt. Und dann muss man die nur wieder auf den Stecker platzieren und eben leicht nach unten drauf drücken. Spürt man sehr gut, wenn die wieder verbunden sind. Zu guter Letzt und natürlich auch super wichtig, nicht vergessen, das Lüfterkabel selbst wieder zu verbinden, damit der Lüfter dann auch wieder ordentlich arbeitet. Hier einfach darauf achten, dass der Stecker richtig fest drin sitzt. Auch das ist bei dem Modell jetzt hier ein bisschen friemelig. Und dann ist das ganz schnell erledigt. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet,
Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.